So. Und dann könnt ihr den Baum wieder hinsetzen. So schnell habt ihr das geschafft. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, ja, 10 Bäume, noch mehr braucht ihr nun wirklich nicht. Das reicht völlig. Es gibt sogar noch einen Trick. Und zwar kann man hier Ableger nehmen und kann die auf Salbei drauf veredeln. Dann habt ihr sogar noch öfter die Geldfrüchte. Also noch schneller kann man wirklich nicht mega reich werden. Erfüllt die Bestreben, sammelt die Punkte und wenn ihr genug habt, dann feiert es. Und wir können mal einen Mega-Verkauf machen. Denn die Erdbeeren brauchen wir hier so weiter nicht. Ich will euch eigentlich mal zeigen. Ah, hier ist was fertig geworden. Der normale Salbei, den brauchen wir aber nicht. Wir brauchen guten. Ihr seid noch nicht so weit. Komisch eigentlich. Der Salbei will schon und der hier noch nicht. Naja. Also wenn ihr Rosen haben wollt, veredelt sie auf Salbei. Wenn ihr Erdbeeren haben wollt, veredelt sie auf Salbei. Wenn ihr Drachenfrüchte züchten wollt, braucht ihr die Erdbeere und die Linienpflanze. Nehmt einfach eine Linienpflanze, eine Erdbeerpflanze. Nehmt hier einen Ableger, macht das auf die Lilie. Nehmt einen Ableger von der Lilie, macht sie auf die Erdbeere. Und dann kriegt ihr in relativ kurzer Zeit Drachenfrüchte. Die pflanzt ihr dann an. Und wenn ihr reife Drachenfrüchte habt, behaltet ihr die erstmal und veredelt dann von dieser Pflanze alle Ableger in ein Salbei. Dann kann auch das Salbei Drachenfrüchte bekommen. Ja, das ist die schnellste Variante. Ich wüsste zu gerne, warum. Also, dass die Bäume noch nicht fertig sind, ist mir klar. Aber warum das Salbei so lange braucht, das wundert mich ein bisschen. Ich werde mal was ausprobieren. Mit euch zusammen. Ich nehme jetzt mal den leeren Kübel weg. Das ist ja auch Salbei. So. Wir gucken mal, ob die im Hochbeet einfach besser wachsen wollen. So. Denn spätestens am nächsten Tag müssten die ja fertig sein. So. Also mit diesem kleinen Gewächshaus könntet ihr schon reich werden, wenn die Bäume hier drin wachsen. Wo ich glaube, dass das, wie gesagt, ein bisschen zu eng ist. Der hier draußen bringt auch alle paar Tage jetzt Geld. Hier kann man schon wieder verkaufen. Und wenn dann steht hier 31.000 plus, dann wisst ihr, ihr braucht den Rest der Woche nicht mehr arbeiten. Ah, seht mal, die Erdbeere können wir jetzt veredeln. So. Normale Qualität. Also ich kann euch eigentlich nur empfehlen, wenn ihr schon sehr gute Qualität habt, nehmt die normale Qualität raus, sonst habt ihr immer wieder schlechte Pflanzen dabei. Die Rose und die Erdbeere, ja. So. Wir nehmen mal hier Ableger. Zwar die Erdbeerpflanze brauche ich nicht mehr. Ich nehme so viele Ableger, bis die eingeht. Und bei der Rose genauso. Weil ich werde sehr gute Rosen haben und die kriege ich über das Salbei. So. Na komm, nimm wenigstens hier noch. Du kommst nicht ran. Okay. Dann bauen wir nochmal um. So. Okay, jetzt müsste es aber gehen. Komm, probier nochmal. 2. So, ja, die können wir wegschmeißen. Okay, die können wir auch wegschmeißen. Und hier ist endlich Salbei gewachsen. Meine Güte.
Die an der Seite brauchen noch ein bisschen. Magie. Blitzblank können wir leider noch nicht, sonst würde ich es wegzaubern. Okay. Also, Salbei ist fertig. Wir können jetzt veredeln. Und da kommen jetzt Zitronen rein, damit wir perfekte Zitronen bekommen. Dann haben wir noch mehr Trägerpflanzen. So, die braucht jetzt wieder einen Tag, um sich zu erholen. Und die anderen wachsen vielleicht noch. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob die zeitgleich alle hochgehen oder ob die hier in dem Hochbeet tatsächlich schneller wachsen. So. Okay, ich mache noch mal einen Cut und am nächsten Tag, wenn alle Pflanzen wieder blühen, hole ich euch zurück. So, bin zurück. Ich muss euch mal was Lustiges zeigen. Ich habe hier hinten noch ein Musikzimmer eingerichtet. Hab hier rauf geklickt auf die Orgel, einen Spieler engagieren und wer kommt? Genau, Vladislaus. Kann man sich da was wünschen? Güte. Spiel mal weiter. Ich kann ihn fragen, was er beruflich macht. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Klingt echt furchtbar, oder? Wir fragen ihn mal aus. Man konnte gerade noch empfehlen, den Traumjob anzunehmen. Ich gucke das gerade mal an, ob ich das finde. Mal gucken, was dabei rauskommt. Der hat eine schöne Stimme, ne? Ich guck mal, ob ich es nochmal finde. Es würde mich nämlich echt interessieren, was der so beruflich machen will. Ich habe jetzt mal so eine kleine Fliege. Mal gucken. Dann geht denn das nicht? Er mag mal nicht. Er weiß wirklich nichts über Vampire. Ja, ja. Das war der Meistervampir hier schlechthin, aber. So. Wir probieren es einfach nochmal. Also. Mal gucken. Ich
will ihm mal raten, seinen Traumjob anzunehmen. Das muss doch irgendwie gehen. Da. Wenn es nicht geht, gebe ich's auf. Na los. Geht nicht? Interessante Idee, Nina. Ich habe schon darüber nachgedacht, welche Arbeit mich am meisten befriedigen würde. Ich werde dir bald Bescheid geben, wie ich mich entschieden habe. Okay, das war einfach. Ja. Wir können ja hier mal einen Spieler engagieren. Das ist vielleicht angenehmer als die Orgel. Ich muss ganz ehrlich sagen, Orgel klang furchtbar. Das will ich echt nicht nochmal. Nee, komm, hör auf. Okay, Vladislaus, kannst dich lassen. Wir können ihn ja mal bitten zu gehen. Ja, und den hier vielleicht auch. So. Ich würde jetzt mal einen Cut machen. Ich glaube, ich habe ja genug gezeigt, wie man an die Geldbäume kommt, wisst ihr. Wie man sie schnell vermehrt, wisst ihr auch. Dass man Salbei auf perfekt haben muss. Oder eine ähnliche Pflanze. Man kann bestimmt auch Karotten nehmen oder Basilikum. Ich mag Salbei, weil es zu jeder Jahreszeit wächst. Alternativ nehmt gerne auch einen Zitronenbaum, wenn er lieber mit Bäumchen spielt. Und dann kauft ihr euch ganz, ganz billige Samen oder geht am Marktstand gucken, was ihr da gerne veredeln möchtet, beziehungsweise welche Pflanzen euch interessieren. Ihr pflanzt die ganz normal ein. Wenn die Jahreszeit nicht stimmt, denkt an das Gewächshaus. Ich meine, man kann ja auch erstmal zwei Salbeipflanzen haben, die bis perfekt bringen. Und dann kauft ihr euch einfach zwei Früchte oder was auch immer ihr gut findet. Ich kann euch nur empfehlen, die Drachenfrucht und die Orchidee. Wie man die züchtet, kann man im Internet nachlesen. Also Drachenfrucht ist ja die Kreuzung aus Erdbeere und Löwenmäulchen. Und die Orchidee, weiß ich gar nicht. Lohnenswert sind jetzt Drachenfrüchte, Lilien, Paradiesvogelblumen, Orchideen. Und was mittelmäßig lohnenswert ist, sind so Sachen wie Granatapfel. Die Mischung aus, also Granatapfel sind Mischung aus Apfel und Kirsche. Und Granatapfel bringt, glaube ich, 80 in perfekter Qualität. Das ist schon nicht schlecht. Da kommt man ja auch relativ gut ran. Rosen lohnen sich auch. Also holt ruhig ein Hochbeet. Hier dieses Hochbeet. Dann könnt ihr über Samen die Gartenblumen kaufen. Ihr braucht mehrere Päckchen. Ihr braucht halt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rose dabei ist. Dann pflanzt ihr eure Rose erstmal ins Gewächshaus, weil wahrscheinlich die Jahreszeit ja nicht passt. Und dann könnt ihr Rosen in Salbei rein veredeln. Ich persönlich mag es, nicht so viele Blumen zu haben, obwohl sich Begonien zum Beispiel auch lohnen. Und Orchideen und Paradiesvogelpflanzen und Lilien sind ja auch Blumen. Dennoch mag ich es lieber, Dinge zu haben, die man auch im Notfall essen kann. Denn wenn der... Ups... Wenn der Sim hier schon... Ich klicke gerade komische Sachen an. Wenn der Sim hier schon sein ganzes Inventar zumüllt mit irgendwelchen Sachen... Ach, hier können wir wieder Bilder verkaufen. Da nehmt doch wenigstens Gemüse und Kräuter. Die kann er unterwegs dann auch essen.
wenn ihr doch mal den Dschungel erforschen wollt oder der Sim soll doch mal arbeiten gehen, dann ist es ganz gut, wenn er Essen dabei hat. Gerade bei den aktiven Karrieren wie Polizist oder Arzt oder Tierarzt, wo er wirklich dabei sein könnt. Da ist es doch wunderschön. Ach, seht sie mal wieder. Da ist es doch wunderschön, wenn sie immer was dabei hat. Klar, man kann sich auch na, Honigbienen hinstellen und dann da den Honig mitnehmen. Aber da hat man immer die Wahrscheinlichkeit, dass man gestochen wird, was sich natürlich auch auf die Laune auswirkt. Und der Sim arbeitet dann schlechter, wenn er gepikst wurde. Sie malt einen Menschen. Sieht sehr weiblich aus. Malen mag sie, ja. Ich werde den Sim hochladen. Ich werde das Gebäude hier hochladen. Und ist wieder ein Meisterwerk? Nee, aber es ist ausgezeichnet. Wir können ja nochmal unseren Trick ausprobieren mit dem Kopieren. Also 2500. Wir kopieren es jetzt fünfmal. Und das muss ungefähr 2500 wert sein. Noch einmal. Ja klar, um das so oft zu kopieren, muss man natürlich entsprechend auch Geld haben. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, mein Sim kann sich das am Anfang nicht leisten. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch ein kleines Bild malen. Das mit ausgezeichneter Qualität ist nicht so teuer und das kann man auch eher über Plopsi verkaufen. Malen ist hier wirklich eine reine Übungssache. So, das ist weniger wert. Weniger. 1000. 600, 500. Okay. 2500. An Sammler würde man sogar noch mehr kriegen. Okay, da haben wir jetzt weniger bekommen. Das hat sich bei dem jetzt nicht gelohnt. Okay, interessant zu wissen. Die Bilder hier sind wirklich wesentlich weniger wert. Und die sind auch nicht von der gleichen Qualität. Guckt mal. Die haben eine normale Qualität. Dabei ist das hier ausgezeichnet. Okay. Also man kann hier auch durchaus miese machen. Ich würde die jetzt erst recht bei Plopsi reinsetzen, weil wenn wir es nicht tun, machen wir wirklich ganz doll miese. Über Plopsi hat man ja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man den Wert nochmal erhöht. Ja. Und das können wir an den Sammler verkaufen, da kriegen wir noch am meisten Geld. Okay. Also vielleicht doch nicht so oft kopieren, sondern vielleicht nur zweimal. Bei dem Kleinen hat es was gebracht. Das ist auch nur noch Qualität normal, okay. Meisterwerk, Meisterwerk, Meisterwerk. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, dass das eine besser wird und das andere schlechter. Ich kann es ja nochmal probieren. Wir machen jetzt mal ein surrealistisches kleines. So, und dann probieren wir es mal aus. Was dann dabei rumkommt, wenn wir das kopieren. Vielleicht ist es so eine Art, naja, ihr sollt ja nicht cheaten. Ein bisschen von EA, so ein Ding mit dem Zaunpfahl. Die Sachen brauchen wir nicht, Kerzen können wir ja nicht herstellen. Also kann ich ja die Kerzenfarbe auch schon wieder verkaufen. So. Wir haben ja noch die Ableger drin. Ich hoffe, dass ich die noch rauf veredeln kann. So, sie ist schon halb fertig. Das ist gut. Sieht aus wie eine rote Straße. Und eine Brücke und ein Seestern. Bisschen wie ein Graffiti, ne? Guck mal nochmal, was ist das? Surrealistisch. Ein Meisterwerk, 4143. Werden wir das kopieren? Mal gucken, das kann nur schlechter sein. 4300 für so einen Wisch. Also die Qualität würde ich auch hinkriegen. 4000.
So. Die Kur